Hallo. Das ist schön, dass China euch gerade erzählt hat, wie man den Widerstand gegen Überwachung leistet. Ich erzähle nochmal, warum das denn notwendig ist. Vor 4 Jahren haben wir erfahren, dass wir alle überwacht werden. Das war damals ein großer Skandal. Wir haben damals irgendwie nur so halb aus Spaß gesagt. Wir haben schon über staatliche Überwachung berichtet, da war Edward Snowden noch bei der CIA. Und wir werden auch noch über Überwachung berichten, wenn das schon wieder niemand interessiert. Also meine kurze Frage in den Raum, wen interessiert das denn überhaupt noch? Okay, die anderen sind wahrscheinlich alle in Saal 2. Nochmal kurz in Erinnerung, was haben wir denn eigentlich erfahren vor 4 Jahren? Die NSA überwacht einmal die digitale Welt komplett. Eine allererste Enthüllung war schon ein ziemlicher Kracher. Wir haben in Europa seit 10 Jahren eine Auseinandersetzung über Vorratsdatenspeicherung. Und wir haben immer gesagt, ja, nee, freie Staaten brauchen das gar nicht. Die USA haben das auch nicht. Hat sich herausgestellt, die brauchen das gar nicht, denn die NSA hat auch so eine Mega-Vorratsdatenspeicherung, indem sie sämtliche Verbindungsdaten aller Kommunikation von den Anbietern frei Haus geliefert bekommen, von diesem geheimen FISA-Gericht, von dem vorher die wenigsten Leute wussten, dass es überhaupt passiert. Die zweite Enthüllung war eine der bekanntesten, PRISM. 9 große Internetfirmen haben ihre Systeme so, dass die NSA selbst sagt, sie hat direkten Zugriff auf die Inhalte. Also nicht nur Google, Apple, Facebook, die anderen, ihr werdet euch sicherlich noch alle dran erinnern, da stand drin, die NSA hat selbst gesagt, wir haben Zugriff auf alle E-Mails, Chats, Videos, Fotos und so weiter und so fort. Einmal das komplette Programm. Die Firmen haben damals gesagt, nein, ist gar nicht so, aber die hatten eine Einladung in den NSA-Untersuchungsausschuss im Bundestag bekommen, um das zu erklären, wie es denn wirklich war, aber die kamen nicht. Eine andere Operation, die ziemlich viel Welle gemacht hat, war das Abgreifen von Glasfaser-Internetverbindungskabeln. In Großbritannien unter dem Codenamen Tempora bekannt und hier in den USA unter dem Programm Upstream. Die Kommunikationsnetze sind bei weitem nicht so dezentral, wie wir uns das erhofft hätten, sondern viele der Kommunikation geht durch Knotenpunkte wie den D-Sigs oder eben durch Glasfasern durch die Ozeane. Und auf den meisten dieser Glasfaserpunkte sitzen die Geheimdienste drauf und greifen einmal alles ab. In UK wirklich einmal 100%, die speichern sämtliche Inhaltsdaten für 3 Tage. Meistens unter Mitwirkung der Anbieter, die dazu gezwungen werden, oder wenn das mal nicht klappt, wenn sie zum Beispiel irgendwelche anderen Staaten sind, kann man das auch clandestin tun. Hier das U-Boot USS Jimmy Carter der USA, das Unterseekabel im Ozean anzapfen kann, und hier das Pendant dazu von den Russen. Es ist ja nicht so, dass die Five Eyes die einzigen sind, die Geheimdienste, die weltweit überwachen wollen. Da haben wir nur einen Stapel Dokumente, die das schwarz auf weiß beweisen. Die anderen gut finanzierten Geheimdienste, da müssen wir genauso davon ausgehen, dass sie dasselbe tun. Ein weiteres Programm, das Snowden enthüllt hat, war unter dem Programm Bullrun. Markus sagte immer, die Geheimdienste oder die Sicherheitsbehörden schaffen im Namen der Sicherheit massiv Unsicherheit. Im Programm Bullrun ist das wirklich so. Es werden nicht nur Verschlüsselungsverfahren infiltriert, gehackt, geheime Agenten eingeschleust, sondern auch Standardisierungsverfahren ad absurdum geführt von den Geheimdiensten, um Verschlüsselung und andere technische Protokolle aktiv zu schwächen, damit sie besseren Zugriff darauf haben. Ein Frontalangriff auf die komplette IT-Industrie und unser digitales Leben. Tailored Access Operations, das ist die geheime Elite-Hacker-Einheit der NSA. Das sind die Rechner und Geräte, sind ja bei weitem nicht nur Rechner, die heutzutage IT-Systeme sind. Jeder trägt ein Smartphone rum. Oh, Moment, wer hat eigentlich mehr als eins einstecken? Das ist doppelt gehackt. Tja, oh, Insight, die haben keinen Spaß gemacht statt Intel Insight, aber tatsächlich auf den X-Keyscore-Folien auch ein berühmt berüchtigt gewordenes Programm steht, ja, gib mir doch einfach mal alle Maschinen, die exploitable sind, also hackbare Rechner und Geräte von einem Land. Und das ist, wozu würde man diese Abfrage machen, wenn man es nicht auch vorhätte? Sie haben sogar ihre eigenen US-Firmen gehackt, hier sogar Google. Es ging so weit, unsere digitale Kommunikationsinfrastruktur wird so umfassend überwacht, dass sie sogar vor Angry Birds nicht Halt gemacht haben und Angry Birds und Candy Crush gehackt haben, um diese App auch noch auszulesen. Also wenn das nicht einmal die Vollüberwachung ist, dann weiß ich auch nicht.
Ja, aber nicht nur die Five Eyes und überwachen die digitale Welt komplett. Das hier ist das Rechenzentrum vom BND in der Pullacher Zentrale. Und auch durch den NSA-Untersuchungsausschuss und andere haben wir herausgefunden, dass auch der BND, wie alle anderen Geheimdienste da draußen, fleißig mitmacht bei der Massenüberwachung. Jeden Tag speichert der BND 220 Millionen Verbindungsdaten von Kommunikation. Und pro Monat, jeden Monat gibt er 1,3 Milliarden Verbindungsdaten an die NSA. Diese gesamte Überwachung hat irgendwelche Internet-Vordenker dazu gebracht, zu sagen, das Internet ist kaputt. Soweit ging die Snowden-Enthüllung. Wer denkt immer noch, das Internet ist kaputt? Es gehen ein Fünftel der Hände hoch. Für die anderen funktioniert das noch, weil die Überwachung ist so unsichtbar. Aber was ist seitdem passiert, seitdem wir das erfahren haben? Das ist eine abschließende Auflistung. Nicht ganz, es ist nicht besser geworden, sondern schlimmer. Wer von euch denkt, dass Donald Trump irgendwelche dieser Überwachungsmaßnahmen, über die er erfahren hat, zurückdrehen würde? Kein einziger. Und wer von euch denkt, dass die unter ihm ausgeweitet werden? Ungefähr die Hälfte. So denke ich das auch in etwa. Auf dieser Seite des Atlantiks haben wir diesen sympathischen Brexit-Minister, David Davis. Vor nicht allzu vielen Jahren hat er noch gegen die Vorratsdatenspeicherung geklagt, weil das ein zu weitgehender Eingriff in die Privatsphäre ist. Aber er hat damals vor dem EuGH geklagt und den will er jetzt nicht mehr anerkennen, weil er ist ja jetzt Brexit-Minister und man will nicht mehr auf dieses europäische Gericht hören. Deswegen wahrscheinlich auch das verschmitzte Grinsen. Seine Chefin, die Premierministerin, hat in ihrer Zeit als Innenministerin sogar den IP-Act durchgesetzt. Das ist das extremste Überwachungsgesetz, was je in einer westlichen Demokratie verabschiedet wurde. Da ist einmal das komplette Paket von Inhaltsvorratsdatenspeicherung Monate und Jahre lang für hunderte Behörden, für Kleinigkeiten drin. Nicht nur, dass GCHQ, ihr internationaler Geheimdienst, überwacht ganz vorn mit die digitale Massenüberwachung, die digitale Massenkommunikation, sondern auch jetzt ihre Polizeibehörden und kleineren Behörden. Und in Deutschland wurde ihr Handy abgehört. Also nicht nur, sondern unsere alle, aber ihrs war irgendwie wichtiger. Und deswegen haben wir das aufbereitet, indem wir einen Untersuchungsausschuss einberufen haben. NSA-Untersuchungsausschuss, oder ich habe ihn immer Geheimdienstuntersuchungsausschuss genannt, weil die NSA kam ja nicht zu Gast, sondern immer nur der BND. Die haben einen Abschlussbericht verfasst, 1800 Seiten. Wer im Raum hat die gelesen? Niemand. Einer hat die 1800 Seiten gelesen. Wer hat wenigstens eine Handvoll, ein paar Dutzend Seiten gelesen? Okay, 20 Leute. Und wer hat das Buch von Patrick Sensburg gelesen? Mehr als Leute, die den kompletten Abschlussbericht gelesen haben, nämlich zwei. Ich bin nicht erfreut. Das könnt ihr mir dann beim Bier nochmal erklären. Aber was ist denn passiert nach den ganzen Erkenntnissen? Der Bundestag hat ein BND-Gesetz beschlossen, hier bei der Abstimmung in dritter Lesung im Bundestag, was all die Dinge, die der Untersuchungsausschuss und Medien und die Öffentlichkeit herausgefunden haben, was der BND illegal macht, einfach legalisiert und ausweitet. Also die Grenzen fallen weg, es dürfen nicht mal 20% abgehört werden, es darf jetzt auch im Inland abgehört werden. Der BND bekommt einmal legal Zugriff. Vorher durfte er irgendwie 20% vom Auslandsverkehr des DZIGs abhören und jetzt kriegt er 100% Zugriff auf alles, weil wir herausgefunden haben, dass er zu viel überwacht. Eine zweite Konsequenz ist die Vorratsdatenspeicherung. Never Ending Story beschäftigt uns seit 10 Jahren, wurde zwischendurch vom Verfassungsgericht gekippt und vom EuGH gleich zweimal, aber auch wieder eingeführt von dieser Koalition. Das Bild ist nicht so ganz schön von der Abstimmung, weil das war eine namentliche Abstimmung, da müssen die mal vorlaufen, da kann ich jetzt nicht so genau, kann man nicht so genau erkennen, wer dafür die Hand hebt und wer nicht. Und wir haben den Staatstrojaner bekommen. Wir haben herausgefunden, dass die Geheimdienste alle unsere Geräte hacken und aktiv unsicher halten, damit sie daran eindringen können. Jetzt wurde das legalisiert, damit auch jede kleine Polizeibehörde das darf, gegen ganz normale Alltagskriminalität wie Drogenvergehen.
also die Überwachungsbefugnisse in der digitalen Welt einmal massiv ausgeweitet. Ich würde sogar so weit zu gehen. Anna hat heute Morgen einen Rückblick über die Netzpolitik der aktuellen Bundesregierung gehalten. Die war sehr kritisch, aber ich würde so weit gehen zu sagen, diese Legislaturperiode war der krasseste Angriff auf das freie und offene Internet in Deutschland, die wir je gesehen haben, bisher gesehen haben. Ich finde, das ist eigentlich eher ein Buh wert als ein Applaus, aber ich glaube, der zählte nicht der Bundesregierung. Nochmal 4 Punkte, die passiert sind seit den Snowden-Enthüllungen. Es wurde nicht aufgeklärt, was genau passiert ist, zum Beispiel von der NSA, was die Geheimdienste getan haben oder tun. Es wurde erst recht nicht beendet, was diese Geheimdienste tun, wie die unsere digitale Welt komplett überwachen, sondern es wurde legalisiert von dieser Bundesregierung, auch in den anderen Ländern, und es wurde sogar noch ausgeweitet. Der BND hat neue Befugnisse, neue Mitarbeiter, mehr Geld, ein größeres Budget, mehr Freiheiten, darf jetzt hacken und so weiter und so fort. Das ist nicht nur schlecht für die Five Eyes und Deutschland, sondern das wirft ein schlechtes Vorbild auch auf andere Staaten. Das ist tatsächlich der Eingang vom Militärgeheimdienst in Russland. Ich weiß nicht, warum die jetzt Batman-Zeichen haben. Aber ich habe vorhin schon gesagt, nur von den Five Eyes haben wir schwarz auf weiß, dass die das machen wollen. Und die anderen Geheimdienste haben jetzt sicherlich seit den Snowden-Enthüllungen nicht gesagt, nicht schlecht, die Amerikaner sind gut, die sind halt einfach besser als wir. Die haben gesagt, was krass, das können die, so viel Geld haben wir, wir wollen genau dasselbe, sonst fallen wir zurück. Das heißt, die Snowden-Enthüllungen haben nicht zu weniger Überwachung geführt, sondern zu mehr. Und es ist nicht nur der russische Geheimdienst, sondern hier in China heißt das tatsächlich Ministerium für Staatssicherheit, aber auch alle anderen Geheimdienste, die hohe Budgets haben, haben seit Snowden aufgerüstet statt abgerüstet. Das heißt, das Internet wird mehr überwacht statt weniger. So viele schlechte Nachrichten. Als Historiker, Herr Foschepoth hat das schon oft gesagt, ein prägnantes Zitat von ihm sind: Alle großen Geheimdienstskandale in letzter Zeit sind immer zugunsten der Geheimdienste ausgegangen. Es ist echt eigentlich unvorstellbar, aber wenn man in die Geschichte guckt, tatsächlich so. Das ist ein Patchpanel der NSA, als sie in ihren Gründungsphasen im Zweiten Weltkrieg gegründet wurde. Dann war sie noch bei Weitem nicht so umfassend mächtig und gefährlich. Diese werden Herren und also das Ehepaar hat 1971 ist ein FBI-Gebäude eingedrungen und hat massenweise Papierdokumente geklaut, so wie in Snowden, nur mit, die mussten recht viel tragen und irgendwo digital, analog einbrechen und haben damit das COINTELPRO-Programm aufgedeckt, wo Geheimdienste, FBI, CIA, aber auch NSA massiv Bürgerrechtsbewegungen der 60er Jahre ausgespäht und infiltriert haben und sogar sabotiert haben. Die haben Martin Luther King Jr. Briefe geschrieben, dass er sich gefälligst umbringen soll, sonst würden die das für ihn machen. Heraus kam das Church-Komitee zur Untersuchung von Geheimdienstskandalen im US-Senat. Und was ist passiert? Die Überwachung wurde ausgeweitet. Hier die neuen Supercomputer der NSA in den 70ern. Die Geheimdienste wurden belohnt dafür, dass sie über die Stränge geschlagen haben und demokratisch nicht kontrolliert wurden. Echelon, wer erinnert sich denn noch daran und weiß, was das ist? 20 Hände wieder ungefähr. Echelon war und ist ein weltweites Überwachungssystem der Five Eyes, um sämtliche digitale analoge und digitale Kommunikation abzufangen, die damals vor allem über Satelliten ging. Wurde zu Wirtschaftsspionage, zu Spionage unter Freunden gemacht, wurde in einem Bericht vom EU-Parlament schwarz auf weiß festgestellt, klingt bekannt, oder? Das ist genau das, was wir von Snowden 10 Jahre später nochmal gehört haben. Nur einen Monat, nachdem dieser Bericht fertig war, war 9/11. Und dann wurde alles wieder vergessen. Und seitdem wurde die NSA wieder aufgewertet und ausgeweitet und die Überwachung ausgebaut. Aber nicht nur bei digitaler Massenüberwachung ist das so. In diesen Tagen werden die Schlussplädoyers des NSU-Verfahrens im Münchner Gericht gesprochen. Und auch der Verfassungsschutz mit seinen jemals aufklärbaren Verstrickungen in die terroristische Mordserie des NSU, der Einsatz von V-Männern, all das wurde
legalisiert, V-Männer sind jetzt legal, der Verfassungsschutz hat neue Agenten bekommen, neue Mitarbeiter bekommen, mehr Geld bekommen, wie die alle anderen Geheimdienstskandale vor uns. Deswegen glaube ich mit vielen anderen, das ist, weiß ich nicht, habe ich im Internet gefunden, müsste gucken, ob das Fake News ist, aber deswegen fand ich, es gibt später noch einen Talk zu Fake News, der wird das bestimmt erklären, aber fand ich ganz treffend, denn im Bundestagsdebatte zu NSA-Abschlussbericht wurde treffend gesagt, Freiheit und Demokratie werden nicht von Geheimdiensten verteidigt, sondern gegen sie. Vielen Dank. Vielen Dank, André. Es ist gut, dass wir es noch kurz im Hintergrund stehen lassen. Es da gibt es eine Serie, da gibt es 6 Stück davon oder so von der Jungen Union. Oh ja, die möge bitte gleich jemand mit dem Hashtag NT13 twittern, wenn es geht. Es gäbe theoretisch noch so 2 bis 3 Minuten für eine Frage, wenn es eine gibt. Sonst stellt mir Geraldine fiese Fragen. Jetzt ist die Frage. Saved. Am besten da ins Mikro, dankeschön. Ja, okay, also Geheimdienste abschaffen ist natürlich eine Möglichkeit. Die andere, und da fand ich deine Folie mit, was seitdem passiert, wo nichts draufsteht, vielleicht ein bisschen übertrieben. Die andere Möglichkeit ist natürlich, die Technik zu verbessern, dass Pervasive Monitoring einfach schwieriger wird. Und da ist natürlich schon einiges passiert. Also TLS 1.3, Protokolle wie QUIC zum Beispiel, machen es zumindest schwieriger, Dinge total leicht abzuhören. Natürlich sind Plattformen hackbar, Phishing und so weiter, wird weiterhin passieren. Auf der anderen Seite ist das meiner Meinung nach die einzige Möglichkeit, wie man überhaupt besseren Schutz der Privatsphäre schaffen kann, weil Geheimnisse abschaffen wird ein längeres Projekt sein, denke ich. Ich habe jetzt nicht umfassend die Formen der Aktivitäten des Widerstands dagegen dargelegt, war ja auch die Forschungsfrage von dem Vortrag vor mir und das habe ich schon ein paar Mal anders mal gemacht. Tatsächlich ist Verschlüsselung und technische Mittel eine Maßnahme, die relativ wichtig ist und wir sehen zum Beispiel heutzutage, dass fast alle Web-Traffic in Browsern HTTPS verschlüsselt statt HTTP wie vor Snowden. Es gibt viel mehr verschlüsselte Messenger und so. Das ist wichtig, das ist gut. Gleichzeitig kriegen aber die Geheimdienste und nicht nur die viel mehr Möglichkeiten, um unsere Endgeräte zu hacken, um das wieder zu umgehen. Das ist ein Wettrüsten und die Geheimdienste haben viel mehr Geld als wir. Deswegen glaube ich nicht, dass technisches Wettrüsten alleine hilft. Dankeschön.